So Leute, wenn wir hier schon auf Tatooine sind, dann werden wir auch die letzte Hauptquest, das Schwergewicht, abschießen. Das ist unser letzter Crewmember, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist unser letzter Crewmember und danach geht es richtig ab. Wir werden jetzt diese Mission abschießen. Wir hatten schon einige Gespräche gehabt, als wir hier gelandet sind. Aber war jetzt nicht so wichtig. Wir sollen auf jeden Fall einen Sheriff finden und mit dem Sheriff sprechen, damit wir weitermachen können. Suchen wir ihn mal. Gut. Ist es normal, dass die Stadt so leer ist? Ja, Mann. Habe ich mich auch gefragt. Aber sehr wachsam. Irgendwie seltsam. Das ist doch der Sheriff. Der im Hut erkennt man ihn sofort. Hallo, ich suche einen Typen namens Hoss. Mit den Hutten? Für mich selbst. Dann ist es gerade schlecht. Hab gehört, dass ihr kommt. Quint? Sadachuba? Chitinka? Obapumakuna? Kionakas Eldagin? Nicht mehr. Ich bin jetzt Sheriff, Quint. Sheriff? Joybata. Gigi Sashut Watashehos. Da seid ihr nicht allein. Ihr kommt ein paar Tage zu spät. Er ist weg. Aku. Obergraber Mulira on Isubas? Nein. Er hat in meiner Stadt geplündert. Ich habe ihn eingesperrt. Aber dann ist er ausgebrochen und verschwunden. War die Mühe echt nicht wert, noch nach ihm zu suchen. Aber überwandte nur Tinka, Kavastufbono Nolia, Tatooine, Bataji Sanopata Kunopata, Tajaba, Amtekapa. Ihr werdet den Leuten hier nichts wegnehmen. Chituama, Alter. Nur Jama. Ich freue mich schon auf Jabba. Ehrlich, der Fettsack. Leimbeutel, ey. Jo, machen wir die fertig, oder? Geil! Maschine. Oh, super. Tolle Teamarbeit. Das war's noch nicht. Hutten sind wie Sonnenschaben. Es kommen immer noch mehr. Okay. Jetzt können wir dir helfen. Und ciao. Noch mehr. So, wir müssen ja die eine Mission abschießen. Habt ihr hier oft mit denen zu tun? Die Hutten nutzen jeden Vorwand, um uns anzugreifen. Oh, also dann passt das ja, dass du hier bist. Ich tue, was ich kann. So, wie können wir nichts eifersüchtig machen? Diese Mission erfüllen. Sind irgendwelche Tiere, die man streichen kann? Ratten kann man, glaube ich, nicht streichen. Oh! Hat's ja noch nie gehabt. So, so. Du bist also auch hinter Haus her, Kopfgeldjägerin. Nenn mich Kay und ich will nur mit ihm reden. Das ist das Letzte, was ich mit ihm machen würde. Aber ich bin dankbar für die Hilfe. Dankbar genug, um den Gefallen zu erwidern, Sheriff? Ich sag dir, was ich den anderen Kopfgeldjägern gesagt habe. Hoss wollte unser kleines Paradies hier ausrauben. Ich habe ihn bei der verlassenen Feuchtfarm gestellt. Dort hatte er sich eine Weile verkrochen. Dann fange ich da an. Beeil dich lieber. Jabba bietet viel Geld für die Ratte. Jabba, bester Mann. So, was gibt's hier sonst so? Kann man hier dich ausrauben oder so? Nö, okay, dann ciao. ND5. Hoss ist geflohen. Der Sheriff meint, ich soll's bei einer Feuchtfarm versuchen. Feuchtigkeitsfarm. Moment. Ja, da ist eine in der Nähe. Ich schick dir die Koordinaten. Ach, der Typ hat eine Menge Feinde, wie es scheint. Das lässt sich in seiner Branche kaum vermeiden.
So, ab zur Feuchtigkeitsfarm. Oh, vielleicht können wir auch dahin teleportieren. Eine Sekunde. Nee, das ist zu weit. Okay. Sind wir richtig, wenn wir so fahren? Ja, definitiv. Boah, was sind das für Tiere, Mann? Boah. Schauen wir uns mal ganz genau an. Kann man euch reiten? Kann man euch streichen? So, nichts Eifelstück gemacht. Das war die zweite Mission. Ich glaube, streichen wir nichts auch. Wo ist nichts hin? Da. Der Arme. Komm, ich streichen dich auch. Komm mal her. Kann ich aber nicht. Doch, kann ich. Eine Sekunde. Hallo, ich will dich streichen. Süß. Bist du bereit? Also ich muss sagen, seit langem wieder mal ein Spiel, das mich seit Tagen packt und nicht nach ein, zwei Tagen mich sofort irgendwie zum Aufhören drängt. Macht Bock. Macht echt Bock. Geiles Spiel. Oh. Und dann passiert so etwas. Und dann passiert so etwas. Lächerlich. Okay. Ich glaube, ich bin da. Aber was ist das eigentlich für ein Ort? So überleben die Leute hier. Wenn du Wasser willst, gewinnst du es aus der Atmosphäre. Huh. Krass. Ah, stimmt. Das habe ich mal gelesen gehabt. Horst! Bist du da? Ich will nur reden. Ist was. Nix. Halt das mal für mich, ja? Das ist nie hier los. Hier komme ich auf jeden Fall nicht durch erstmal. Und da vorne. So, Hebel umlegen. Dann wieder Sturm. Strom. Sieht doch schon mal viel besser aus. Jawohl. Jetzt können wir uns umschauen. War Zufall, dass ich direkt dahin gekommen bin, aber egal. Na dann lass mal hören. Da! Ja. Oh mein Gott, wohin geht's hier? Ja, gut, dass wir hier reinkommen sind. Ein bisschen Loot. Dilariumöl. Kenne ich nicht. Hatte ich davon nicht gehabt. Geil. Mal was Neues. So, da unten waren wir. Da ist er. Da ist er. Hey, ND. Kein Hoss. Nur ein toter Kopfgeldjäger und ein Transponder. Wenn er noch funktioniert, sollte er uns zu Hoss führen. Ja, hallo. Untersuche die Leiche haben wir. Und wir haben schon die Markierung auf der Map. Hören uns hier aber noch mal kurz um, oder? Ich gebe dir noch etwas Gescheites. Noch ein Behälter. Da geht es komplett hoch. Geht es raus.
Hier merken wir uns. Gab es noch irgendwo eine Ecke, wo man hoch kann? Hier? Hier geht es nicht weiter, aber auf der anderen Seite vielleicht. Ja. Okay. Tschüssi. Feuchtigkeitsfarm. Also gut. Schauen wir mal, ob der Transponder noch funktioniert. Ja, anscheinend funktioniert es ja. Jetzt können wir aber teleportieren. Zack, Schnellreise. Ab geht's. 100 Meter noch. Nice. Nice, 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 nice. Ich muss da hoch. War eine Sekunde. Ich muss da hoch. Wie komme ich da hoch? So. Anders geht's nicht hoch. Schade. Oder hier lang vielleicht? Mal aufsteigen. Die kleinen Süßen. Das sind Händler. Verschiedene Anfragen, die man erfüllen könnte, aber hier geht es nicht hoch. Okay. Doch, vielleicht doch. Vielleicht doch. Junge, verpiss dich. Der lässt mich nicht durch. Bist du deppert. Hier geht's doch nicht weiter. Aber trotzdem sehr interessante Ecke. Lass uns mal kurz umschauen. Okay, das führt irgendwo ganz weit weg, habe ich das Gefühl. Aber interessante Ecke, wie gesagt. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Vielleicht finden wir was Besonderes. Bis runter. Auch runter. Rüber. Ich gelandet, Alter. What the fuck? Wo bin ich gelandet gerade? Wir kommen echt hoch. Ich bin nicht zufällig richtig unterwegs. Geht's nicht durch? Ja, genau. Hier gibt's einfach nichts. Voll die Verarsche. Voll die Verarsche. Enttäuschung pur. Schaut euch das an. Oh mein Gott. So viel geklettert für nix. Naja, machen wir weiter. Machen wir weiter. So, jetzt die Frage war noch nicht geklärt. Wie kommen wir darüber? Entweder machen wir außenrum. Glaube ich, die klügere Wahl wäre. Weil ich sehe hier sonst. Also es gibt hier einen Weg. Aber wie komme ich da hoch? Das ist die Frage. Und wie komme ich hier runter? Das ist die zweite Frage. Die Leiter eingeschränkter Bereich. Leck mich am Arsch, wir müssen laufen. Oh. Was bringt es hier zu sitzen? Wow. Beautiful. Okay. Verlassen. Der Errungenschaft wäre es mindestens jetzt. So, runter kommen wir auf jeden Fall noch. Müssen wir von hier hoch. Leiter.
Wir suchen jetzt mal. Gehen wir mal auf unsere Map. Und gehen hier mal außen rum. Irgendwann muss es hochgehen, jawohl. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Geh durch. Kein Haus. Hallo. Aber er muss in der Nähe sein. Da war ein Gegner. Ich glaube, es waren Hütten gewesen. Nix. Wir werden beobachtet. Oh, wer ist das? Vielleicht ist es Hoss. Oder vielleicht ist es Boss Hoss. Dann Viecher. Kannst du den Weg blockieren? Alter. Was bitte sind das für Geräusche, Mann? Jetzt passiert etwas. Alter. Hey, ich will kein Ärger. Ich suche nur jemanden. Schon gut. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Alter. Die sehen so wild aus. Bitte was? Oura glaubt, dass du nach mir suchst. Deshalb haben sie dich durchgelassen. Wenn du Hoss bist, hat er recht. Jalen Rex sucht dich wegen eines Auftrags, aber anscheinend hast du zu tun. Nein, nein, nein! Wenn Jalen fragt, bin ich dabei. Ich bin der Beste. Ja, ist ja gut. Ein paar Banditen haben den Tusken eine Kreidrachenperle gestohlen. Sie dachten, ich wäre eine gute Geisel, aber das bin ich nicht. Die haben mich rausgeschmissen. Also bring ihnen die Perle zurück. Sie lassen mich frei und ich kann bei euch mitmachen, ja? Ach, wo ist sie? In einer Höhle mit einem Haufen Bantherknochen davor. Da wimmelt es nur so von diesen Skrogs. Der Beste, ja? Du sagst es, Partner. Halt einen Kanal für mich offen. Alter. Der ist gefangen. Wir sollen ihn da rausholen. Typisch. Typischer Auftrag. Uralter Unterschlupf. Da müssen wir hin. Bantherwolle. So, Nuna Mesmus. Nuna. Hey, die jagen uns. Wer ist das? Hey, verpisst euch. Die haben auch einen Unfall gemacht. Du Drecksack, verpiss dich. Und ciao. Das war's.
Da sind wir. Oh. Aufpassen. Weiß nicht, wie viel Leben die haben. Aber geht. Digga, wird dir der Schuss als Kopfschuss gezählt oder was? Hol die geschulten Kreiddrachenperle. ND5, ich sterbe vielleicht in einer Höhle. Okay. Oh. Willst du gar nicht wissen, warum? Weil Haus in der Höhle ist? Ja, nah dran. Bam. Oh. Weg. Weg, Mann. Ah. Ciao. Noch mehr? Ich will gerne diese Waffe haben. Was ist für eine Waffe? Granatenwerfer, okay. Was? Okay, das war, glaube ich, ein Snipeschuss, Leute. Das war, glaube ich, ein Snipeschuss. Bin auch direkt gestorben. ND5, ich sterbe vielleicht in einer Höhle. Okay. Willst du gar nicht wissen, warum? Weil Haus in der Höhle ist. Ja, nah dran. Komm. Mal gucken, wie ich das mache jetzt, wegen dieser Snipe-Typen. Nicht schlecht. Alles noch dran. Du zeig dich. War das der? Dann machen wir mal ein bisschen Krach. Besser. Okay, weg. Oh mein Gott, das war so gefährlich. Verdammt, Snipe-Typ. Alle weg, oder? Ja. Fürs Erste. Wie der uns rasiert hat mit seiner verdammten Snipe. Soll ich sagen? Ciao. Oh, was hier? Wollte schon sagen, hier gibt es kein Loot. Ist nicht weg. Geht's nicht weiter? Muss, glaube ich, echt runter. Hier runter irgendwie. Nein? Okay. Dann. Wohin dann? Was übersehe ich? Ah, da hinten geht's hoch. Da. Rüberspringen. Hallo? Holst du die Perle? Ja. Was ist das überhaupt? Oh, das ist ein Stein. Er ist hübsch. Du musst einen Kreiddrachen töten, um einen zu bekommen. Und das ist eine knifflige Angelegenheit. Die sind eine Menge Geld wert. Aber ich bin mehr wert. Du bist es gewohnt, dass Leute dich hängen lassen, was? Nein, nein. Wollte nur sehen, ob du Grünschnabel Hilfe brauchst.
Und die Tusken wägen ihre Optionen ab. Wie war nochmal dein Name? Hey, Wes. Sag ihnen einfach, ich arbeite dran. Du machst das schon, Kevis. Bis bald. Tschüssi. Credits. Ich glaube, das ist ein Gegner. Sie sein. Ich sehe gar nichts. Oder nix. Dein Ernst. Siehst du was? Ich schwöre, da war etwas. Zum Angriff nix. Ciao. Alles scheint in Ordnung zu sein. Was siehst du? Einige Gegner, ich muss aufpassen. Das sind echt viele, Alter. Eigentlich müsste ich direkt kämpfen. Wenn das mal gut geht. Erledigt sie! Jetzt sind nur sie sind festgeladen. Pustet sie weg. Nein! Nicht locker! Kommt nacheinander! Und kommt dann raus, jawohl. Und ciao. Letzter. Ach so, das ist ein Droide. Oh mein Gott. Was stimmt da nicht, habe ich mir gedacht. Oh. Oh mein Gott. Alles mitnehmen. So, das von... Nichts mitnehmen lassen. Wegen der Mission. So, zack. Soll doch irgendwo hier sein, oder? Hier. Schön. Da ist es. Eine Kreisdrachenperle. Man lernt nie aus. Hoss, sag deinen, Freunden, ich hab ihre Perle. Mach ich, Partner. Hey, wir treffen uns bei der Höhle am Hinterausgang. Ihr würdet uns doch verarschen, oder? Irgendwas passt nicht. Irgendwas passt nicht, Leute. Und wisst ihr was? Eine Sekunde, lass noch mal reingehen. Ich glaube, ich habe noch einen Weg gesehen gehabt. Vielleicht gibt es hier noch was Wertvolles. Lass mal kurz das anschauen, bevor wir rausgehen. Nochmal extra reinkommen, macht gar keinen Sinn. So, ich zeige euch mal. Ob es sich lohnt, dahin zu gehen. Müssen wir wieder zurück. Gab es einen Weg unten? Oh, okay. Geht nicht mehr. Hm. Ja, dann ist es halt so. Aber bevor ihr hier reinkommt, konnte man noch runtergehen. Bevor wir da hochgeklettert sind und diesen Felsen gesprengt haben. Bevor ihr zu diesem Gebiet kommt, hätte man noch links runterlaufen können. Aber es ist halt nicht Questgebiet, ne? Deswegen kann es sein, dass da auch nichts ist.
So, wir sind ready, verarscht zu werden. Mal gespannt. Definitiv wird er uns ausnocken jetzt. Schlechtes Gefühl. Du bist tatsächlich am Leben. Jalen hat einen guten Riecher. Hier, alles gut? Sie sagt, ich kann gehen, wenn du meine Zeche bezahlst. Zeche? Ja, in der Kantine. Sag ihr, jetzt will ich dich nicht mehr. War ein Versuch wert. Also gut, komm zur Andockbucht 94 in Mos Eisley und wir verziehen uns. Willst du gar nichts über den Auftrag wissen? Du bezahlst, ich bin dabei, fertig. Wir sehen uns dort. Alter. So easy. So, letztes Crewmitglied. Das ist Schwergewicht. Quest abgeschlossen. So, warten wir mal, bis die Gespräche zu Ende sind. Keine Gespräche? Aber seltsam. Okay. Gar keine Gespräche, okay. Ja, gut, Leute. Doch. Weißt du, Kay, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wie du ins Lyros Tresorraum gelangt, beträgt 10.807:1. Warum hast du es überhaupt versucht? Tja, warum wohl? Niemand kommt für Nix und mich auf. Also müssen wir uns holen, was wir wollen. Und was genau ist das? Ich will nicht so enden wie Hoss. Das musst doch gerade du verstehen. Die Galaxis macht es Leuten wie uns nicht leicht. Wenn wir überleben wollen, müssen wir alles riskieren. Dann willst du auf der Flucht leben. Für immer. Nein. Ich weiß nicht. Aber es ist besser als zu sterben, oder? Verstehe. Okay, das war unser Gespräch. Wir sind durch, Leute. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Video geht's weiter. Ciao, ciao.